Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Oh ja, Gelb legt auch ganz gut los. Neuen Kurs. Ei, ei, Captain. Ich glaube nicht, dass sie im Frieden miteinander leben. Ankerlichten. Doch tun sie. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ankerlichten, setzt die Vorsegel. Setzt neuen Kurs. Es werden immer mehr Piratenschiffe. Eure Stadt wächst und gedeiht. Okay, wir bauen es weiter aus. Zwei Tonnen muss ich dann behalten. Das ist aber okay. Wir kommen bestimmt gleich wieder jemanden und holt uns das Holz ab. Vielleicht haben wir eine positive Bilanz. Also Einkaufs- und Verkaufskosten muss man immer wegrechnen. Wie ist die eine auf? Die haben es echt voll auf uns abgesehen. Ankerlichten! Setzt die Vorsegel! Ankerlichten! Ankerlichten! Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann Kanonen habe. Ei, ei, Captain! Und die ersten Kriegsschiffe. Ankerlichten! Die werde ich sowas von wegschnetzeln. Ei, ei, er folgt mir auch noch. In die Wanten! Ankerlichten! Schlimmer als ich bei unter schwarzer Flagge. Die fängt gleich an. Setz die Vorsegel! Ja, könnten Glück haben. Kann man nicht auch mit weißer Flagge weiter segeln eigentlich? Nehmt euch, was ihr wollt, wir segeln einfach weiter. Tja, die tun dem absolut nichts. Setz die Vorsegel! Ah, es geht los. So, wie steht's um ihn? Der hat schon fast 2000. Wie blöd kann man eigentlich sein? Los, bring Alkohol rein. Wann war das? Gestern gab es auch diesen Megasturm. Also, der ist jetzt schon ein bisschen länger her, wenn die Folge rauskommt. Bei uns hat es schön das Wasser in die Wohnung gedrückt. War super. Nicht viel, aber es hat mir trotzdem gereicht. Der Alkohol geht zur Neige. Ach, Quatsch. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eins und das ist Werkzeug. Ich würde auch tatsächlich gern das Ding bauen. Bin ich ganz ehrlich. Wäre ich sogar bereit, dafür zu sparen.
vernichten! Geld kommt. Da kann ich nicht klagen. Kann ich eigentlich schon eine Werft? Naja, kann ich. Aber ich hätte gerne vorher Werkzeug, damit ich nicht mehr so von den Händlern abhängig bin. Das nervt mich nämlich. Ei, ei, Captain! Ah, daran arbeite ich schon, überschüssige Waren loszuwerden. Aber vorher alle ausbauen bitte, wenn es geht. Anker lichten! Ei, ei, Captain! Was für ein Arsch. Hat einfach mal so gedreht. Setzt neuen Kurs. Okay, wir haben schon fast genug. Geld geht eigentlich ganz gut. Wir versorgen uns hundertprozentig selbst auf dieser Insel und das ist gut. Ja, eine positive Bilanz von fast 100. Und wir können auch ab und zu was verkaufen. Also besser geht's eigentlich fast gar nicht am Anfang. Okay, jetzt haben wir 13 Tonnen. Wir brauchen 16, glaube ich. Ja. Das Haus darf sich gerne noch ausbauen, oder die beiden. Warten wir mal, was noch kommt. Wenn wir vorher die... jetzt wird wahrscheinlich... Das... War's das mit dem Einkauf? Jetzt warten wir, bis wir die Mine bauen können. Wir müssen gar nicht warten. Wir haben doch schon Erze gekauft. Das habe ich ja nicht vergessen. So, dann kann ich das bauen und dann kann ich getrost... Jetzt hätte ich eine Menge Geld sparen können eigentlich. Aber da habe ich wieder nicht so weit gedacht. Ja, es ist schon deutlich weniger. Ja, es ist halt teuer. Vielleicht mache ich es auch einfach so. So, gab's hier... Nein. Vielleicht baue ich auch einfach mal eine Werft. Vielleicht baue ich mir einfach eine Werft und dann schießen wir erstmal ein paar Piraten zusammen. Gelb. Wird es wahrscheinlich nicht weit bringen. Oh, Gelb hat auch noch Probleme. Bin ich wenigstens nicht der Einzige. Hier wollte ich eigentlich noch was bauen. So, jetzt dürfen sie sich auf jeden Fall nicht drauf niederlassen. Weil sie ihren Konto nicht richtig ausnutzen können. So, wir brauchen vieles. Hier ist Tabak. Nein, schlecht Tabak. Wo ist es denn näher? Also hier muss ich auf jeden Fall Tabak drauf anbauen, damit ich hier Zuckerrohr bauen kann. In die Wanten! Aha! Ich
Ich wusste es. Wenn es wohl keine gibt, sind die für gewöhnlich auch immer aktiv. Und ehrlich gesagt, ich mache das auch eigentlich immer auf meinen Karten, die ich baue. Vulkane sollten aktiv sein. Das gehört irgendwie dazu. Wird gerade irgendwo gekämpft. Naja, immer 40 Tonnen. Ankerlichten! Setzt die Vorsegel! Mach den Einkauf mal aus. Setzt neuen Kurs. Schnell nach Hause. Ich glaube, ich hole mir noch ein bisschen Nahrung. Ich verkaufe sie ihm hier. Ah, es werden wieder weniger. Ich glaube, jetzt hat es mit der Nahrung nicht mehr im Griff. Was eigentlich gut ist. Ich glaube, Nahrung ist sein höchstes Problem gerade. Meine ist zwar auch nicht so extrem prickelnd, aber sie ist positiv. Das ist der feine Unterschied. Er hat mehr Geld. Und das ist der feine Unterschied zu mir. Okay, noch ist die Bilanz positiv. Das heißt, wir nehmen nach und nach unser Geld ein. Ja, der Schmied kann noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube eigentlich auch. Oh, ist er wieder auf 1,9. Ich kann ihm auf jeden Fall sehr viel Zeug dann verkaufen. In die Wanten ist neuen Kurs. Aus. Ja, ich weiß, ich habe das letzte Mal angesprochen, man könnte es ja eigentlich auch so machen, dass man erst die Felder setzt und irgendwann das andere, aber da bin ich zu faul. Bin ich ehrlich. Ich muss dann auch dran denken, ich brauche hier... Habe ich eigentlich... Ah, Alkohol ist nicht so der Bringer. Könnte ich dann aber hier auch ganz gut zu Geld machen später. Irgendjemand hat ihm Nahrung verkauft. Achso, das waren wir. Ja. Alkohol könnte ich ja auch ganz gut anbringen. An den Mann und an die Frau. Die ja damals keine Rechte hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Könnte auch noch ein Nahrungsmittel anbauen, so nebenbei. Den rüberschippern. Ich könnte es aber auch lassen. Rein theoretisch könnte ich auch den ganzen Tabak jetzt am Anfang drüben verkaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt, ich könnte es erstmal so laufen lassen, dass erstmal alles, was hier anläuft, rübergeht. Wir haben absolut keine Gefahren oder sonst irgendwas. Da kann man das auch mal bringen. Jetzt mehr oder weniger. Es wird
dezent weniger. So. Jetzt müsste es langsam mehr werden. Los, ich klicke jetzt einfach mal. Irgendwann wird schon genug da sein. Nein, ich hab's verpasst. Juhu! Also Nahrung und Tabak werden wir erstmal hier verkaufen. Gewinn bringt an den Mann bringen. Die hier können wir ausmachen. Ist nur Geld. Können wir auch erstmal ausmachen. Ja, ihr leidet, aber es ist okay. Ich komme damit klar. Plus 3. Machen wir es doch mal spaßeshalber. Setzt neuen Kurs. Ist richtig eisig hier in der Wohnung. Wenn man bedenkt, vor einer Woche war es noch so richtig drückend heiß. Oh, hat sich schon ausgezahlt. In die Wanten. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Hause, holen mal ein Material, damit wir hier noch mehr bauen können. Und dann verbessern wir das System noch. Um noch mehr Geld einzunehmen. Dann müssen wir halt erstmal das Geld so holen, indem wir es verkaufen. Das Gute ist natürlich, wir haben erstmal die Inseln gesichert, die uns wichtig waren. Du kannst eigentlich wieder angehen. Nee, kannst du eigentlich nicht. Ich mach mal wieder an. Bringe ich am besten gleich noch ein bisschen Nahrung mit. Da füllt sich die Kasse dann so richtig. Sollte reichen. Ja, steigt noch. Alkohol wird auch mehr. Ich glaube, Rot mag uns. Ein bisschen. Das normalisiert sich ja normalerweise immer. So ein bisschen. Stell dir mal vor, die hätten noch eingestellt, dass Rot uns hasst. Du musst Rot unterstützen und Rot hasst dich. Das ist ja natürlich der Gipfel der Unverschämtheit. Aber das würde ich im Programmieren auch zutrauen. Das wäre mal eine richtig, richtig, richtig arschige Mission. Ich muss auch das Richtige auswählen. Kennt noch jemand die strengsten Eltern der Welt? Ja, wahrscheinlich kennt das noch jemand. Das läuft ja immer noch, glaube ich. Da musste ich heute den ganzen Tag dran denken. Da gab es mal eine, was ich sowieso nicht verstehe. Die tanzen ihren Eltern auf der Nase rum. Und lassen sich dann auch noch in der Hinsicht verarschen, dass sie eine Belohnung von ihren Eltern kriegen. Dass sie irgendwo Party machen gehen. Weiß nicht, wird das immer noch so gemacht? Würde mich gar nicht wundern. Habe ich mir damals schon immer gedacht, wo ich mir noch angeschaut habe, ab und an mal, sind die doof? Also, es ist so ein richtig billiger Trick. Ey, du bist von mega scheiße zu mir, aber ich gönne dir mal einen Urlaub. Hä? Also entweder haben die wirklich so eine verquere Weltanschauung, was mich auch gar nicht wundern würde, weil, kommen wir gleich dazu. Oder die sind einfach wirklich strohdoof, was ich eher glaube. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen Fisch holen.
Ist überall noch ein bisschen Platz. Ich meine, klar, das ist erstmal teuer. Ui, dem geht's aber schon richtig schön schlecht. Aber es wird. Dann kannst du jetzt auch mal anfangen. Auslastung 100%. Du hast noch gar nichts gemacht. Wie ging das? Ja, der braucht wahrscheinlich ein bisschen länger. Wir sollten dann demnächst auch mal ein Wirtshaus und sowas bauen. Ach ja, um wieder darauf zurückzukommen. Da gab es dann wirklich eine, die hatte... Falsche Taste. Die hatte einen Abszess. Also, wer nicht weiß, was es ist, googelt's nicht. Ich erkläre es euch. Stell euch einfach einen Pickel vor. In viel, viel größer. Mal sind das noch Eiterkammern und sowas. Naja. Stell dir einfach einen riesigen fetten Pickel vor. Setz die Vorsäge! Am Arsch. Ist dann mit dem Versprechen gelockt worden, hey, du darfst nach Ibiza. Ich weiß nicht mal, wo die hin ist. Hat sich dann im Flugzeug darüber beschwert, dass, oh, sie müssen doch Sitze anbieten für Leute. Warum darf ich nicht in die erste Klasse? Ich hab doch diesen Abszess am Hintern. Da frage ich mir auch, wenn du erste Klasse reisen willst, bezahl erste Klasse. Ende. Interessiert niemanden, ob du da einen Pickel am Arsch hast, einen großen oder nicht. Also, mal wirklich doof ausgedrückt. Wie kann ich die am besten positionieren? Woran fehlt's denn? Ach, am Geld. Hätte ich auch noch warten können damit eigentlich. Jetzt ist zu spät. Schön, meine Leute wollen's und die hier kriegen alles verkauft. Aber das dient tatsächlich dem Wohl unserer eigenen Leute. In die Wanten. Und so kommt Geld rein und so kann ich ihnen jetzt die Schule finanzieren. Yay, Tabak für die Schulen. Also, anders gemeint. Um jedenfalls auf die zurückzukommen, wo sie dann bei den Eltern mithelfen sollte, bei den Neuen, hat sie immer gesagt, oh, ich kann nicht, das tut so weh, das ist so schrecklich. Dann ist sie zum Arzt gegangen, hat dann eine Spritze reingekriegt, was sie mich auch gewundert hat, weil normalerweise... Also wenn ihr wissen wollt, wie ein Abszess geöffnet wird, hört zu. Wenn ihr es nicht wissen wollt, hört jetzt garantiert nicht zu. Geht gleich los. Es ist ganz einfach. Der wird oben entdeckelt. Und dann wird der Eiter eigentlich nur ausgedrückt. Wenn es ein ganz schlimmer Abszess ist, dann wird da normalerweise noch mit Antibiotika reingegangen. Also das heißt mit Antibiotika gespült wird sowieso. Und dann wird noch vielleicht mit Antibiotika gespült. Und vielleicht noch ein bisschen Antibiotika oral bzw. intravenös. So, jeden Fall. Oh, Piraten. Setzt neuen Kurs! Habe ich mir dann gedacht, wo ich das gehört habe. Das ist aber schön. Wenn sie was machen soll, tut das weh. Aber wenn sie nach Ibiza kann, oder Mallorca oder was auch immer, da ist es okay. Echt, ja. So hätte ich nicht mal Lust. Moment, ich habe was Wichtiges vergessen. Setz die Vorsäge. Ich hätte auch so keine Lust, nach Ibiza oder so zu fahren, aber... Neuen Kurs. Mit einem Abszess hätte ich sowas von keinen Bock. Wo ist denn der Kampf? Keine Ahnung. Hätte ich keine Lust, Party zu machen. Ankerlichten. Die Dinger sind nämlich normalerweise nicht sehr angenehm. Setzt neuen Kurs. Ui, die Bilanz ist richtig im Keller.
Aber wenn das jetzt kommt, könnt ihr euch eins gewiss sein. Jetzt kommt gleich Geld rein. Setzt neuen Kurs. In die Wanten. Oh, ganz, ganz schlechte Bilanz. Aber nichts, was wir nicht in den Griff kriegen. Klar, wir produzieren Werkzeug, aber jetzt müsste auch das erste Geld kommen. Die ersten Bürger kommen. So, jetzt. Muss bloß aufpassen, dass ich meine Güter jetzt nicht überstrapaziere. Setzt neuen Koch in die Wanten! Und da haben wir die ersten. Hier machen wir wieder an. Und wenn ich dann das Geld brauche für den Arzt, ist das auch gar kein Problem. Dann verkaufe ich einfach was. Ich brauche jetzt bloß unbedingt den Arzt. Euer Volk braucht einen Arzt. Dafür brauche ich das auf jeden Fall. Viermal Werkzeug. Okay, wir haben erstmal genug Geld. Jetzt brauche ich bloß, muss ich nur dafür sorgen, dass das Werkzeug daran kommt. Auf den darf ich nie verzichten. Nie auf den Arzt verzichten. Arno. Egal, was ihr habt. Also ihr seid noch bei Pionieren.